Ich bin's, Danny Cohn-Bendit. Früher Danny Le Rouge, heute Danny Le Vert. Ich muss jetzt hier mal was sagen. Ich mach das selten. Ich bin ja eher eine schweigsame, in sich gekehrte Frohnatur, die Kinder gern hat, lange Spaziergänge am Strand liebt und eine ganz besonders tiefe Verbindung zur Friedensbewegung empfindet. Also teilweise unter bestimmten Voraussetzungen und nur, wenn der Frieden durch pädagogisch wertvolles und hartes Durchgreifen erreicht wird. Die Friedensorgien von früher, das Rumgehüpfe auf der Straße mit weißen Tauben auf Jutebeuteln, da kriege ich einen dicken Hals. Ich muss jetzt hier mal was sagen. Und zwar geht das an die Putin-Versteher, die sich als fünfte Kolonne Moskaus verdingen. Ja, geht's noch? Ihr seid doch Lappen, Weicheier, Friedenshetzer. Kriegt das endlich mal in eure verpeilten Köpfe rein. Wir Grünen wollen keinen Krieg. Wir wollen friedliche Koexistenz. Und dass alle miteinander klarkommen. Aber Putin dehnt sich aus. Man sieht das nicht nur an seiner Hose, wenn man genau hinschaut. Man sieht das auch an seinen Verbrechen, die er auf dem Kerbholz hat. Über die Ukraine hat er sich hergemacht. Über Lummerland und Entenhausen ist er hergefallen. Er hat Tsunamis zu verantworten. Ebola, Erdbeben, Flugzeugabstürze, warmes Bier, kalte Pizza, lange Wartezeiten. Er hat Johannes Heesters auf dem Gewissen. Und er will Europa überfallen, auf einem Pferd, mit Tausenden von russischen Nachtwölfen im Schlepptau. Ich muss jetzt hier wirklich mal was sagen. Widerstand ist angesagt. Vive la Résistance! Brüder zur Sonne, zur Freiheit! Wenn es sein muss, nehmt auch die Schwestern mit, aber lasst bitte, bitte die Yogamatte zu Hause. Europa braucht uns. Europa braucht starke Grüne, die wissen, wie man eine automatische Knarre bedient und wie man mit Biowaffen verantwortungsvoll umgeht. Frieden ist Arbeit. Frieden krieg ich nicht mit warmen Worten hin, sondern mit kühler Kalkulation. Trotzdem, kalter Krieg ist kalter Kaffee, heiße Nächte in Kampfpanzern sind das Maß der Dinge. Aber gerade wir Grünen müssen dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Bei Kriegseinsätzen gibt es nur noch bleifreie Mehrwegmunition und 3-Liter-Panzer mit doppelt geregeltem Cut und natürlich mit grüner Plakette fürs umweltfreundliche Innenstadtgemetzel. Denn merke, Doppelpunkt, auch Feinde leiden unter Feinstaub.